Energie sparen und Strom produzieren ist im Moment ein riesengroßes Thema. Doch wo fängt man an und wo hört man auf? Und was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Genau das hat die Firma Imbach und Zie AG hier zu Nebiken herausgefunden. Wir dürfen jetzt hinter die Kulissen des Metallspezialisten schauen. Dank einem neuen Angebot von der CKW kann das Unternehmen nämlich inzwischen eigenen Strom produzieren und damit auch deutlich Geld sparen. Max, du bist ein Business Development Manager, also jemand, der neue Geschäftsfelder entdeckt. Ihr habt bei der CKW ein neues Angebot für KMUs, und zwar heisst das Energie- und Klimacheck. Was müssen wir uns da konkret darunter vorstellen? Genau, der Klima- und Energiecheck ist ein Beratungsangebot, speziell für KMU, sprich kleine und mittelständische Unternehmen, welche wir am Weg zur Klimaneutralität und bei der CO2-Reduktion mit dem Angebot möchtet unterstützen. Wie läuft denn jetzt der Klima- und Energiecheck genau ab? Der Check hat im Wesentlichen zwei Teile. Einerseits mal die Analysephase. Da geht es darum, zu ermitteln, wo im Unternehmen CO2 emittiert wird. Und der zweite Teil ist der Maßnahmenteil. Da geht es dann darum, wirklich zu schauen, wie kann ich mit effektiven Maßnahmen den CO2-Fußabdruck reduzieren. Was bekommt denn jetzt ein Unternehmen am Schluss, wenn es sagt, mal, ich mache den Klima- und Energiecheck? Um es nochmal ein bisschen greifbarer zu machen, es gibt einerseits aus der ersten Phase eine CO2-Bilanz, sprich eine wissenschaftlich fundierte Analyse, wo wird CO2 emittiert. Und andererseits gibt es einen Katalog mit Empfehlungen für Maßnahmen, die eben dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Jetzt habt ihr ganz ein spezielles, exklusives Angebot für die KGL-Mitglieder. Informationen dazu findet man bei euch auf der Webseite. Ich danke dir ganz herzlich, Max, für die Informationen. Gerne. Ja, das Analysieren, das ist natürlich das eine. Anschliessend geht es darum, die Erkenntnisse daraus auch umzusetzen. Daniel, du begleitest Unternehmen beim Umsetzen dieser Massnahmen. Die Unternehmen stecken in einem regelrechten Prozess. Was ist da eure Rolle? Wir sind die zentrale Ansprechstelle für Unternehmen auf dem Weg zu der Klimaneutralität. Auf diesem Prozess begleiten wir die Unternehmen von der digitalen Erstberatung bis zu der Umsetzung von wirtschaftlichen und nachhaltigen Massnahmen ganzheitlich. Dazu gehört natürlich auch das Erfolgsmonitoring. So haben sie wenig Schnittstellen und sparen viel Zeit. Ja, es geht um den Klimaschutz, aber natürlich auch ums Energiesparen und das Energieproduzieren. Wie könnt ihr da ganz konkret unterstützen? Die günstigste Kilowattstunde ist natürlich immer die, die man selber nicht braucht. Und damit sie herausfinden, welche das sind, finden sie auf unserem Kundenportal ihren Stromverbrauch auf die Viertelstunde genau. So können sie dann, wenn sie nicht arbeiten, genau hinschauen, wo mögliche Kilowattstunden unnötig gebraucht werden. Jetzt selber Strom produzieren, das erlebt ja im Moment einen regelrechten Boom. Was gibt es da für Möglichkeiten? Es ist richtig. Also wir haben momentan sehr viele Kundenanfragen zu diesem Thema. Das heisst, vom Einfamilienhaus bis zu der grossen Megawattanlage auf einem Geschäftsgebäude oben bauen wir im Jahr über 400 Anlagen. Dazu auch Anlagen im Contracting, wie hier beim Imbach in Nebiken. Der Vorteil dort ist für die Kunden, sie sparen mehrere Tausend Franken Stromkosten, haben nichts damit zu tun und müssen nicht selber investieren. Ja, und genau diese Solaranlage und das Solar Contracting gehen wir jetzt anschauen. Georg, du bist der COO von der Imbach und Zie AG hier in Nebiken. Warum habt ihr euch für das Solar Contracting entschieden? Ja, das ist eigentlich recht einfach. Unsere Kernkompetenz ist das Schmieden
und die Bearbeitung von komplexen metallischen Teilen. Das ist auch entsprechend investitionsintensiv. Und wir wollten ganz klar auch den Weg gehen, dass wir Solaranlagen bauen bei uns. Aber das ist eben nicht unsere Kernkompetenz. Und da haben wir einen Partner gesucht, wie die CKW, die entsprechend Solaranlagen für uns aufstellen und auch betreiben können. Was bringt denn euch jetzt die Solaranlage wirklich unterm Strich? Solarstrom ist per se teurer wie jetzt normaler Strom. Aber dadurch, dass wir keine Netzgebühren bezahlen, ist er gesamthaft günstiger für uns. Das hängt dann von den jeweiligen Stromtarifen ab. Aber für uns ist er wirklich günstiger. Das ist mal das eine. Das andere ist, der Solarstrom, der jetzt erzeugt wird, bedeutet etwa 10% unseres Energiebedarfs an Strom per Jahr. Das heißt, wir können einfach einen Schritt wirklich gehen in Richtung grüner Fabrik. Das zum einen, und zum anderen sparen wir knapp 20 Tonnen CO2. Und das ist auch für unsere Mitarbeiter auch ein gutes Zeichen, dass die entsprechend da auch sehen, dass wir diesen Weg in Richtung grüne Fabrik gehen. Ihr habt schon weitere Projekte in der Pipeline, wie du mir erzählt hast. Was sind das für die? Zum einen, wie für uns alle Energie sparen. Ja, da sind wir in der Verpflichtung. Und das andere ist, dass wir die Solaranlagen bei uns weiter ausbauen wollen. Unter anderem soll ein Gebäude saniert werden. Darauf soll eine Solaranlage kommen, auch wieder im Solarcontracting. Das Gleiche gilt auch für zwei, vielleicht drei Fassaden bei uns. Die wollen wir auch entsprechend bestücken. Dann Energiespeicherung, das ist ganz wichtig für uns. Und dann wollen wir eben auch schauen, zusammen zum Beispiel mit der CKW oder auch mit Kunden von uns, wie können wir unseren CO2-Abdruck noch weiter verringern oder wie können wir eben generell Energie einsparen. Wir wünschen euch viel Erfolg dabei. Danke vielmals für das Gespräch. Danke dir. Der Umgang mit unserem Klima, konkret auch Dekarbonisierung, also das möglichst schnelle Umstellen von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien, wird auch in Zukunft immer wichtiger. Es wird zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor.